Hey Leute und herzlich willkommen. Heute zeigen wir euch, wie ihr ein paar Sachen für den Hamster bastelt. Einmal so eine Röhre, wo man Futter reintun kann. Und einmal so eine Schachtel, wo man auch Futter reintun kann. Okay, let's go. Also, als erstes für die Röhre braucht ihr Klopapier und zerknollt das dann so ein bisschen und stopft es ganz unten rein. Dann sucht ihr euch ein bisschen Futter aus und füllt es da so rein. Dann nehmt ihr wieder eine Schicht Klopapier. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch mal ein bisschen Futter reinmachen. Und dann wieder ein bisschen Klopapier bis zum Schluss. Das war es eigentlich schon. Wenn ihr wollt, könnt ihr es einfach noch ein paar Löcher reinschneiden, damit es der Hamster leichter hat. Für dieses kleine Gadget braucht ihr wieder eine kleine Klopapierrolle und faltet die an der einen Seite. Möglichst steif um, weil ansonsten kommt das ganze Futter raus. Und an der anderen Seite macht ihr das gegenüberliegend genauso. Dann faltet ihr es wieder auf und tut einfach ein paar Leckerlis oder sowas rein. Ich habe jetzt hier noch so zusammengepresstes Futter, was da gut reinpasst. Dann faltet ihr es wieder so zusammen. Ja, das war es eigentlich auch. Falls ihr kleines Futter reingetan habt, könnt ihr auch wiederum Löcher reintun, damit euer Hamster leichter hat. Gut, das war's mit dem Video. Lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jetzt seht ihr die Reaktion von dem Hamster.